Wenn du Interesse an dem Game Clash of Clans hast, dann bist du hier genau richtig. Denn auf diesem Kanal starten wir heute Let's Play Clash of Clans Folge 1. In dieser Folge wirst du Stück für Stück sehen, wie sich unser Dorf weiterentwickelt und wir nochmal von ganz von vorne anfangen. Und wenn du diesen Progress miterleben willst, dann rate ich dir, dieses Video bis zum Ende zu schauen, denn dort bist du auf dem neuesten Stand. Und wenn du wirklich komplett live bei dem Let's Play Clash of Clans am Start sein solltest, dann schau auf jeden Fall Montag und Dienstag in dem Livestream um 19 Uhr vorbei, denn dort werden wir live Clash of Clans Let's Play weiterspielen. Außerdem solltest du auch zu den anderen Livestreams von Mittwoch bis Samstag vorbeischauen, weil dort gehen wir am Anfang immer noch kurz in Clash of Clans rein und bauen dort wenigstens ein paar Gebäude und Co. weiter, um die Streamzeit zu nutzen, um weiter Clash of Clans Fortschritte zu machen. Deswegen, was du als erstes machen solltest, ist diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich live bin, beziehungsweise eine neue Let's Play Clash of Clans Folge rauskommt. Schau dich gerne auch weiter auf dem Kanal um und lass natürlich auch gerne ein Follow bei Twitch da, denn wir streamen auf YouTube und Twitch. Je nachdem, welche Plattform du präferierst, kannst du dort natürlich gerne reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn du auch live am Start bist. Und wenn dir die ganze Serie gefallen sollte, kannst du natürlich gerne ein Like da lassen. Und teile auch gerne das Video mit anderen Clash of Clans Freunden von dir, damit mehr Leute dazukommen können. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar und check natürlich gerne die anderen Links zum Discord-Channel, TikTok in der Videobeschreibung ab und joine natürlich auch dort gerne. Aber jetzt wird es Zeit, in die Let's Play Clash of Clans Folge reinzugehen. Let's go! Willkommen, Häuptling. Wir haben schon auf dich gewartet. Ja. Ihr habt extra auf mich gewartet jetzt nach 10 Jahren. Damit wir wieder reinstarten. So, weiter geht's. Dies ist dein neues Dorf. Ja, I know. Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es da nicht. Ja, diese Monologe am Anfang, ne? Die sind so feierlich. Was ist das? Noch ein mickriges Menschlein. Also, nicht so viel Hate verbreiten, Kobold, ja? Relax, relax. So, weiter geht's. Oh nein, Kobolde! Schnell, bau eine Kanone, um mein Dorf zu verteidigen. Let's go, ab in den Shop. Wählen die Kanone aus und platzieren wir die. Garre Kobolde Angriff. Na los, ja, dann greif mal an hier. Oh, wir gehen mal näher ran hier. Alright. So, Kanone zerlegt alles. So, nice Sache. Das war knapp. Danke, Häuptling. Ja, moin. Das Dorf wurde auf einer Kraftlinie gebaut. Deswegen Junge, lesen sollte man schon können, ne? Deshalb reparieren sich die Gebäude auf magische Art selbst. Geile Sache, geile Sache. So, die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Jawohl, jetzt nehmen wir aber richtig was auseinander. Alright. So, dann. Bap, 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 bap. So, alright. Alle Truppen eingesetzt. Gold, 500 Elixier geholt. Gehen wir wieder nach Hause. Nur nach Hause. Wow, gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten. Alright. Indem wir einen weiteren Bauarbeiter anheuern, kannst du an zwei Gebäuden gleichzeitig arbeiten. Ja, Bauarbeiter werden crazy wichtig. Und da ist nämlich schon die Sache, da musst du nämlich Smaragd ausgeben. Oder Juwelen, ich weiß gar nicht, wie die hier heißen. Aber auf jeden Fall brauchen wir die halt. Dann hauen wir die Hütte dahin. Mit Elixier kannst du Truppen ausbilden und Gebäude bauen. Nice. Ja, wir pumpen Elixier gleich aus dem Boden, Leute. Versuch's mal, machen wir. So. Und ihn da auch erstmal hin. Der Sammler kann nur eine kleine Menge Elixier lagern. Ja, moin. Bauen wir ein Elixierlager. Orten. Bauen wir das Elixierlager hin. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo bei YouTube da, ein Follow bei Twitch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir machen jetzt weiter. Außerdem brauchen wir einen sicheren Ort für unsere Goldreserven. Ja, moin. Brauchen wir auch noch ein Goldlager. Nehmen wir mit. Ja, Gold. Wir Kobolde lieben Gold. Ja, moin. Brauchen eine Armee, um mit diesen Kobolden fertig zu werden. Dann bauen wir meine Kaserne. Let's go. Jetzt lass uns ein paar Truppen ausbilden. Ja, das machen wir doch. Machen wir direkt hier.
Gedrückt halten, Junge. Möp. So, gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versuchen. Ja, Junge, jetzt wird's hier wild. Gehen wir Angriff. Okay, angreifen. Let's go. So. Wieder 500 Gold, 500 Elixier. Gehen wir wieder zurück. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unseren Geschichten an dich erinnern? Alright, fertig. Mit dem Gold, das wir den Kobolden abgenommen haben, können wir es uns leisten, das Rad... Junge, direkt Rathaus verbessern, ist ja wild. Das ist ja richtig crazy. Ja, Junge, 1000. Okay, dann schalten wir Mauern frei. Bogenschützentürme. Nochmal Elixiergold. Und eine Kanone noch. Alright, bestätigen. So, gute Arbeit. Dank der Rathausverbesserung können wir jetzt neue Gebäude aus dem Shop bauen. Geile Sache. So, viel Glück, Häuptling. Du schaffst es schon. Ja, jetzt ist all on me. Jetzt ist all on me. Sie sagt so, ja, tüdelü. Mach mal den Rest so. Mach mal den Rest. Sie vertraut in uns. Sie vertraut in uns. Sammeln wir erstmal Gold und Co. ein. Elixiersammler bauen. Und nochmal eine Goldmine. Auf jeden Fall sollten wir einen Bogenschützenturm auf jeden Fall schon mal reinhauen. Jo, hauen wir erstmal hier hin. Bauen schon mal das Elixierlager aus. Auf jeden Fall die Kanone holen wir uns jetzt auch noch. Da ziehen wir erstmal dahin. Das Goldlager auch schon mal ausbauen. Werden wir eh mit der Zeit gebrauchen. Irgendwie ein bisschen mehr Ordnung rein. Elixierlager schon mal auf Level 2. Nice Sache. Hat er mir hier noch irgendwas abgeschlossen? Wie gesagt, die 2000 Elixier haben wir jetzt Platz für. Dann können wir die abholen. Let's go. Nehmen wir jetzt mal alles raus, was geht. Ich denke, wir hauen jetzt mal Goldmine auf Level 2. Ja, und wir auch direkt, wenn wir kein Gold haben, nehmen wir einfach Exil, das wir haben. Machen wir jetzt hier einfach mal mit Truppen aus. Wir werden jetzt erstmal hier das Ganze hier verbessern, dass wir auch Bogenschützen freischalten. Belohnung bekommen. Ja, 2000 Gold ist natürlich extrem geil. Ich glaube, wir werden trotzdem erstmal die Elixiersammler hier nochmal beide starten. 3, 2, 1, let's go. Okay, dann sammeln wir hier nochmal kurz ein. Bauen jetzt den anderen Elixiersammler schon mal weiter aus. Und schauen mal, was da geht. Wie gesagt, wir haben alles aufgestottet. Gold, 1500 Elixier. Nice Sache. Gehen wieder zurück. Jo, Bogenschützenturm auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr weiter den Weg verfolgen wollt, könnt ihr natürlich gerne bei YouTube ein Abo da lassen. Glocke auf jeden Fall aktivieren, damit ihr kein Video, keinen Livestream verpasst. Lasst auch gerne bei Twitch ein Follow da. Ne? Ansonsten alle anderen Links in der Videobeschreibung zu Discord, TikTok, ebenfalls Twitch. Zur Donation, wenn ihr was da lassen wollt. Machen wir, wie gesagt, hier die Kanone. Und das nächste Kobold-Angriffsding. Zweieinhalbtausend Gold.
2500 Elixier. Wir machen die zweite Kanone auf Level 2. Alright, Kanone ist fertig. Dann starten wir auch das Armeelager, dass wir dann 30 Truppen da beherbergen können. Schießroutenlauf. Gehen wir mal rein. So, ist ausgegangen. Haben letztlich zu viel Truppen verloren. Aber 3000 Gold, 3000 Elixier nehmen wir natürlich mit. Die Truppen müssen wir aber haben. Jetzt 20 Bogenschützen, ne? Das heißt, wir machen hier nochmal das nächste Level nur mit Bogenschützen. Könnte natürlich pretty critical sein. So, haben wir geschafft mit extremen Umwegen. Goldlager verbessern wir erstmal. Und wir gehen währenddessen weiter in den nächsten Koboldangriff. White, oh white. So, haben wir mitgenommen. So, endlich ist das Armeelager da fertig. Wird auch langsam Zeit, dann natürlich Elixierlager hochhauen. Machen wir hier die Goldmine auch auf 3. Exillager ready und dann starten wir das Rathaus. Für eine Stunde. So, Gold fertig in jetzt. Gold fertig in jetzt, genau. So, und dann kann er hier gleich mal die Kaserne verbessern. Auch dann machen wir das Kobold-Level hier. Ich hoffe, dass das mit unserer Armee ausreicht. Brauchen wir mehr Truppen für das Ding. Naja, haben wir trotzdem erstmal wenigstens die ganzen Ressourcen mitgenommen. So, Kaserne ist ready. Holen wir es ab, dann jammen wir jetzt das Rathaus. Ja, moin. Haben wir fertig. Haben wir noch einen Elixiersammler. Noch ein Lager natürlich. Dann noch eine Goldmine und noch ein Goldlager. Alright, dann hauen wir gleich das zweite Lager auch hoch. Das Lager hauen wir auch hoch. Weil wir jammen das einfach. Zack. Zack. Dann hauen wir Elixiersammler nochmal hoch. Weißt du was, jammen wir jetzt weg das Ding. Level 6. Ey Junge, jetzt kommst du ins Gem, ne? Das ist crazy. Das ist crazy. Elixierlager hoch. Die Mine hoch. Okay, machen wir auch. Und dann haben wir den jetzt auch schon mal auf 3 hoch. Dann haben wir auch mal ein paar Riesen hier. Ich hoffe, dass das ausreicht. Das war so komplett gefailt, Mann. Ah, zwei Junge, komplett vergessen, ne? Zweite Armeelager können wir ja bauen. Din, din, din. Zack. Komm. Eine Gem. Ist was, das Gem wir auch. Okay, ich würde sagen, wir hauen den nächsten Elixiersammler nochmal in hoch. Denk schon, oder? Nächste Sache. Ja, dann jammen wir das andere. So. So, Elixier. Eingetütet. Na komm, jammen das Ding. Was war's denn? Jammen wir das hier auch noch?
Bauen ist auch nochmal direkt nochmal hoch. Und weg das Zeug. Da. So. Machen wir das hoch. Gib uns für 5 Gem. Los geht's. Boom. So, okay, dann machen wir die Clanburg. So, Clanburg haben wir. Holen wir uns hier erstmal noch Belohnungen ab. Den Juwelen. Haben wir hier noch 5 Juwelen. Okay. Dann gehen wir in den ersten Mehrspielerkampf rein. Ach, crazy, Junge. Ja, habe ich gesehen. Junge, das war, wie gesagt, ich muss es teilweise auch neu lernen, weil damals war das noch nicht so, dass es da so einen Sternebonus gab. Stimmt ja. Okay, dann 30. Okay. Ja, okay, wir machen jetzt den nächsten Kampf. Sternebonus erhalten, ne? Sternebonus gab es damals auch noch nicht. Ja, ist wirklich einiges dazugekommen. So, okay, nehmen wir mit. Okay, okay. Jetzt check ich das. Ah, Schatzkammer. Na, dann ist es ja jetzt richtig geil. Sammeln, okay. Alright. Alright, alright. So, dann machen wir jetzt Clan. Clan gründen. So. Clan erstellt, Leute. Clan erstellt. So. Belohnungen. 8000 Gold. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall Elixier mal ausbauen hier. Weg damit. Elixierlager hauen wir hoch. Was denn? Skippen wir das Ganze hier. Okay. So. Hast du was? Wir holen den Minenwerfer erstmal. Ja, holen wir erstmal. Ja, wie gesagt, müssen wir eh gleich nochmal neu anordnen, alles. Ach so, dann können wir ja hier die Schatzkammer auch nochmal wieder leeren. Das ist halt wirklich crazy mit der Schatzkammer, ne? Das ist halt game-changing, ne? Damals gab es das noch nicht. Ja, den werden wir auf jeden Fall erstmal hier Level 2 hauen. Dass wir ein bisschen mehr auch einnehmen. Oder wir machen das Labor. Dann nehmen wir das Labor erstmal. So. Ich denke, wir machen hier die Kanone erstmal. So, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Angriff jetzt. Alright. So. Haben wir ein bisschen eingesackt. Ja, die können wir auch für 2 skippen. Würde ich sagen, machen wir doch erst noch die Kanone hier. Also was, wir machen den Bogenschützenturm, skippen den. Und dann, wenn wir noch einen Kampf gehen, skippen den für 15. Denn genau wollten wir ja hier noch die Mauern jetzt holen.
Ja. Okay, das waren die. Naja, ist nicht schön, aber muss jetzt erstmal reichen. Da. Jetzt haben wir noch Gold ein. Weißt du was, die können wir einfach nehmen. Forschen, ich würde sagen, die Bogenschützen. Weil gefühlt Bogenschützen, wenn wir mehr brauchen. Wir forschen jetzt die Bogenschützen. Lassen die halt durchlaufen. Dann können wir Elixier erstmal nehmen. Sind die Lager auch nicht so voll. Und dann gehen wir in den Angriff. Und schauen mal. Gewonnen. Gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir jetzt an unser Rathaus ran und leveln das hoch für 25.000 Gold. Boom. Let's go. Wie ihr jetzt seht, hier, wir haben Rathaus Level 4, haben jetzt noch so einen Schub bekommen für 3 Tage mit Truppen und Ressourcen, glaube ich. Was ich auch noch nicht kannte. Dass du das bekommst. Und ja, dann würde ich sagen, sammeln wir natürlich hier erstmal die ganzen Sachen ein. Wir haben gestern noch ebenfalls hier unsere Bogenschützen auf Level 2 geforscht. Erstmal hier wieder einen Elixiersammler bauen. Wie gesagt, den hauen wir erstmal hier hin. Und dann bauen wir auch direkt nochmal die Goldmine hinterher. So, und dann haben wir das erstmal schon mal fertig, dann werden wir das gleich ein weiter leveln und das andere ebenfalls ein weiter leveln. So, warte, die anderen sind auf Level 3, dann werden wir die auch auf Level 3 hochhauen. So, dann haben wir die fertig und dann hauen wir die auch direkt nochmal ein weiter auf Level 3, damit wir alle Sammler sowohl Minen auf 3 haben. So, okay, dann gehen wir in den Shop rein. Und holen uns noch einen weiteren Bogenschützenturm. Warte, den haben wir erstmal dahin. So, Bogenschützenturm haben wir fertig. Wie lange dauert denn der? 15 Minuten. Ja, dann leveln wir den direkt einmal hoch. Dann bauen wir hier erstmal die Luftabwehr dahin. Sagen wir, skippen den Bogenschützenturm. So, dann würde ich sagen, hauen wir die Mauern erstmal, war ja. Nehmen wir die Mauern erstmal. So, dann haben wir Mauern. Und dann werden wir auch unser Dorf ein bisschen umbauen. Okay, dann haben wir das fertig. Dinger, weißt du was, die holen wir uns jetzt auch einfach. Finden wir mal einen Kampf. Schauen wir mal.
Alright, alright. Dann ist der Kampf fertig. Und wir gehen wieder zurück. So, dann sammeln wir das hier mal ein. Sammeln auch fleißig weiter Pokale. Kommen zurück. Und das ist ja crazy. Vierfacher Sternebonus ist ja wirklich wild. Ist wirklich crazy. 200k, Junge. Dann können wir erstmal auf jeden Fall die Falle hier bauen. So, bauen wir erstmal hier hin. Und dann hauen wir die Falle am besten. Ich glaube, dann machen wir die Kaserne erstmal. Alright. So. Dann, wie gesagt, werden wir hier das Schiff Piratis wieder aufbauen. Ist ja crazy. Ja, okay, das war jetzt ein Fail, aber wir jammen dann den Rest. Und dann haben wir sozusagen jetzt das Schiff. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Leute. Häuptling, das Schiff und die Mannschaft sind bereit, in See zu stechen. Ja, dann schauen wir mal. Alright. Wie gesagt, ich weiß selbst noch nicht, was passiert. Keine Sorge, wir finden schon den Weg zurück. Okay. Abfahren. Abfahren. Na, dann fahren wir ab. Okay. Alright. Ein anderes Dorf, oder was? Land in sich. Was ist das für ein Ort? Ja, frage ich mich auch. Glück gehabt, Häuptling. Wir können diese alten Gebäude zu einem Unterschlupf machen. Alright. Verbessern. Alright. Ach, dann bauen wir da nochmal was Neues auf, oder was? Eine Meisterhütte. Okay, machen wir. Machen wir erstmal nicht. Level 10. Puh, hier können wir uns erstmal niederlassen. Ein zweites Zuhause. Uff, jetzt ein zweites Dorf oder was? Wild. Wild auf jeden Fall. Ja, Bauarbeiter schläft oder was? Huch, Besucher, hurra. Ja, der hat sein Leben lang gewartet, dass wir kommen. Gott sei Dank sind wir da. Hoppla, wo kommen Sie denn her? Oh, okay, der war nicht geplant. Der war nicht geplant. Mein Haus. Ihr habt es blitzsauber gemacht. Da habt ihr euch einen Rundgang verdient. Achso, wir haben jetzt das Haus für ihn aufgebaut, ja. Gern geschehen, gern geschehen. So. Ich bin der Meisterbauarbeiter. Wollte mein Lieblingsgebäude sehen, da gibt's... Das gibt Truppen-Spezialfähigkeiten. Alright, okay. He's ready, man. He's ready. Forschen, okay. Okay. Ach, Oh, okay, Spezialfähigkeiten. Junge, das erinnert mich an Hero Wars oder sowas, wo du im Kampf nochmal so einen Boost oder sowas bekommen hast. Ja, guck, Barbar, Wut, Spezialfähigkeit Wut. Schaden und Tempo werden in den ersten 6 Sekunden erhöht. Ja, moin. Ist doch nice. Machen wir doch glatt. Tobener Barbar. Lasst gern ein Abo da, falls es euch gefällt. Lasst doch gern ein Follow bei Twitch da. Und checkt doch gerne die anderen Social-Kanäle von mir ab. Ich würde mich freuen, euch auch da wiederzutreffen. So. Damit ich euch zeigen kann, wer der beste Bauarbeiter weit und breit ist, brauchen wir natürlich Truppen. Alright. Truppenhäuptling, deine Talente können sich hier als nützlicherweise... Echt, wenn ihr so gut kämpft, wie ihr sauber macht, werden wir ein gutes Team. Ja, dann schauen wir mal. Noch Holzliga. Dann suchen wir mal. Schauen wir mal. The New Age. Okay. Okay, ja, die Wut ist am Start auf jeden Fall, sieht man. Okay. Nice Sache, nice Sache. Alright, fertig. Gesamtschaden 100%. Belohnung, was sind denn das? Werden wir gleich sehen. Nach Hause.
Guter Angriff. Es ist wichtig, Sieger einzufahren und Sterne zu halten. Ja, ist immer wichtig. Je mehr Trophäen wir gewinnen, desto höher ist unsere Liga. Alright. Je höher unsere Liga, desto mehr Gold bringt jeder Stern. Alright. Nice Sache. Hurra, ich habe so viele Ideen, was man bauen könnte. Guck auf meine Wunschliste. Ja. Jeder hat Wünsche, was er bauen möchte. Meisterhütte, Bauarbeiterkaserne, Sternlabor. Hier schreibe ich Vorschläge auf, aber du kennst dich ja aus. Du hast die Wahl. Ja, genau. Wunderbar, wir sind jetzt ein Team. Vielleicht kann ich eines Tages mal mit rüber. Ja, alright. Häuptling, hier gibt es echt viel zu tun. Wir dürfen nur unser eigenes Dorf nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Dürfen wir nicht vergessen. Dürfen wir nicht vergessen. Alright. Das ist natürlich nice. Wir indirekt jetzt zwei und zwei verschiedene Kampfarten haben. Ich glaube, diese Wutdinger und diese Verbesserungen gelten jetzt aber auch nur hier für dieses Land, ne? Gehe ich von aus. Und deswegen diese Wutkämpfe mit den Spezialfähigkeiten. Und im anderen Dorf, glaube ich, haben wir aber dann nicht diese Spezialfähigkeiten. Ich würde sagen, wir leveln erstmal die Kaserne. Ein Hoch. Auf jeden Fall noch einen weiteren Angriff. Und dann gehen wir, denke ich, nochmal zurück, um was da gerade abgeht. Okay, fertig damit. Nach Hause. Gehen wir wieder zurück. Okay, wir wurden von einem anderen Bauarbeiter angegriffen. Jetzt sehen wir uns an, wie sich unsere Abwehranlagen geschlagen haben. Von einem anderen Bauarbeiter wurde man angegriffen. Sehr wild. Eine gute Defensive ist ebenso wichtig wie eine gute Offensive. Das ist nur fair. Für jeden bei der Verteidigung gewonnenen Stern verdienen wir Elixier. Nice. Sammle das Elixier und setze es ein. Okay. Sammeln. Alright, alright. Bum, bum. Dann werden wir zurück mal gehen. Alright. Ich würde sagen, wir bauen den Bogenschützenturm. Dann machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter hier. Ich muss mich erstmal an diese zwei Welten da gewöhnen. Gegen den King. Okay. Wir hier noch den einen Kampf und dann sollte es auch passen, dass wir die Meisterhütte hier leveln können. White. Nehmen wir mit und gehen wieder zurück. Gut. Ach, da. Oh, White. Da gibt es auch einen Sternebonus. Ist natürlich nice. Das ist natürlich äußerst nice. Dann so ein Armeelager, denke ich, werden wir jetzt noch bauen. Mit 12.000. Und ist da erstmal hin. Dauert 5 Minuten. Da haben wir das dann fertig und dann haben wir auch noch ein paar Bogenschützen da rein. Ich denke, die Doppelkanone werden wir jetzt schon mal anschaffen. So, dann werden wir hier nochmal einen Angriff machen. So, wieder zurück. So, dann machen wir hier nochmal einen Angriff. Haben wir eh gefunden.
wieder zurück. Nächsten Sternbonus erhalten. Das geht hier wirklich crazy mit den Sternbonussen. Weil die können wir ja machen. Schon mal. Oder Barbaren forschen. Ja komm, hauen wir die Barbaren noch. Forschen wir die Barbaren fertig. 75.000 Gold. Dann haben wir es hier fertig. Dann bauen wir den Bogenschützenturm. Den hauen wir erstmal hier hin. Okay, dann machen wir jetzt hier noch die Mauern. Okay. Dann haben wir jetzt noch was hier im Shop. Ja, eine Falle jetzt noch. Dann holen wir uns die hier auch noch. Kommen wir erstmal hier oben hin. Werden denn jetzt unsere Meisterhütte leveln? Alter, wie viel schaltest du da frei? Ist ja wild. Machen wir. 3, 2, 1. Alright, Bogenschützenturm. Level 3, fertig. Also was, wir skippen das hier. 15, dann ist die Luftabwehr fertig. Alright, los geht's. Los geht's. Und haben jetzt die Meisterhütte auf Level 2. Wir bauen Gold-Elixierlager auf jeden Fall. So. So, Elixierlager. Elixierlager ist damit ready. So, dann machen wir hier das Ding weg. Wir machen trotzdem hier Sternlabor erstmal die 10 Minuten, wie gesagt. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Fertig. Machen wir erst die Barbaren. 1 höher. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. So, Forschung ist fertig. Der Barbaren. Und dann forschen wir auch die auf Level 3. Schaden pro Sekunde erhöht, Trefferpunkte. Und let's go. Wir werden hier das Elixierlager auf jeden Fall eins nach oben hauen für 2 Stunden. Und dann das zweite ist, dass wir auch noch ein Goldlager weiter hochhauen, weil wir eh 150.000 Gold brauchen, um dann als nächstes auch das Rathaus grob abzuleveln. So dauert 3 Stunden. Aber ich glaube, währenddessen, bevor wir hier einen Kampf machen, können wir hier nochmal ins zweite Dorf, in die zweite Bauarbeiterstadt gehen. Und auch hier erstmal einen Goldlager bauen. Ups. So. Bauen wir erstmal hier hin. Wie gesagt, es dauert eh 1/2 Stunde. Und in der Zwischenzeit, wie gesagt, gehen wir wieder zurück. Und machen hier gleich einen Kampf. Wie gesagt, Gold und Co. ist jetzt erstmal egal, dass wir hier sammeln. Es geht halt generell um den Sternebonus, den wir dann gleich holen werden. Dann müssen wir hier nur natürlich nur noch kurz nochmal unsere Truppen ausbilden. So, dann suchen wir hier auch noch einen Kampf.
dann werden wir hier noch in den Kampf gehen. Für den Sternebonus. Pokale ist auch nicht verkehrt. So, dann gehen wir zurück. Da haben wir nämlich den Siegebonus 200.000 Gold, 200.000 Elixier. Nehmen wir mit. Ich denke, wir machen hier jetzt nochmal einen Kampf. Und dann sollte das Goldlager auch fast fertig sein. Prozent wird trotzdem auch relativ viel dafür. Dann haben wir die ganze Sache hier. Wir werden jetzt hier das natürlich ein bisschen mal nach innen hauen. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Kampf hier noch. So, schauen wir mal. Dann gehen wir hier zurück. Dann haben wir es jetzt geschafft, den Sternebonus. Noch 47.000 obendrauf. Dann sind die Sachen extrem gut gefüllt. Wie gesagt, und dann werden wir hier über 120.000 das Gerät hier bauen. Während der Zeit haben wir Elixierlager Level 5 fertiggestellt und den Zerschmetterer, was nice ist. Nehmen wir natürlich mit. Dann sammeln wir erstmal wieder Elixier ein. Und 12 Minuten ist auch unser Goldlager fertig. Das ist ganz geil. Und dann würde ich sagen, starten wir ruhig mit der Flugabwehr rein. 90.000 Gold ist auch nicht verkehrt. Und dann machen wir das. Wie gesagt, bauen wir hier die Kanone erstmal. So, 5 Sekunden. Dann ist die Kanone da gebaut. Und ich denke, wir hauen jetzt hier erstmal die ganzen Mauern erstmal noch rein. So. Ja, die müssen wir eh holen, um dann irgendwann die Meisterhütte weiter leveln zu können. Okay, das waren sie. Wie gesagt, das entfernen wir hier mal. Wie gesagt, und diese ganzen Sachen hier auch. Dass wir da Platz haben, um Mauern bauen zu können. Alright. Was, wir können ja die Zeit hier nutzen, während wir bauen und noch die Kaserne schon mal hochleveln. 10 Minuten machen wir mit. Thank you.
hast eben nochmal gesehen, welchen Fortschritt wir in dieser ersten Clash of Clans Folge gemacht haben in unserem Hauptdorf und in der Bauarbeiterbasis. Ist auf jeden Fall schon sehr gut vorangeschritten. Und wenn du die nächsten Folgen nicht verpassen willst, dann abonniere unbedingt den YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst. Lass gerne ein Like da und schreibt unbedingt in die Kommentare, wie weit ihr in Clash of Clans fortgeschritten seid. Und wenn ihr natürlich noch einen Clan sucht, dann könnt ihr gerne unserem Clan beitreten, damit wir so auch einen Community-Clan aufbauen können. Die ID ist hier nochmal verlinkt zu unserem Clan. Wie gesagt, und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr auch bei den Livestreams vorbeischaut, vor allem Montag und Dienstag, aber selbst vom Mittwoch bis Samstag in den Streams werden wir auch noch einen kleinen Part Clash of Clans vorher einbauen, ehe wir dann in die Hauptfolge gehen. Wie gesagt, Mittwoch ist Fun Games Wednesday und Samstag ist Fun Games Saturday. Da spielen wir sozusagen ein Spiel, was ihr aussucht, einfach aus Fun. Und Montag und Dienstag sind Clash of Clans, Let's Play Folgen live, den ganzen Stream. Und Donnerstag und Freitag machen wir ebenfalls ein Let's Play Clash Royale. Also wenn ihr ebenfalls Clash Royale spielt, könnt ihr auch dort natürlich gerne dazukommen. Ich würde mich freuen. Lasst am besten auch ein Follow bei Twitch da. Und wenn ihr keine weitere Folge vom Let's Play Clash Royale verpassen wollt und auch nicht vom Let's Play Clash Royale, dann verlinke ich hier nochmal die Playlist. Da findet ihr dann alle Folgen. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.